Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Wir befinden uns in Arno Londo und der Fahrstuhl haut ab. Ich war zu langsam. Ich wollte eine epische Atmosphäre haben und dann ist der Fahrstuhl weg. Toll. Hast alles kaputt gemacht, Fahrstuhl, danke. Jedenfalls, heute werden wir hier eindringen und gucken, was da so passiert. Ist das so ein Gargoyle-Fuzzi? Aber der ist alleine, ne? Wenn er alleine ist, können wir ihn schlagen. Das heißt, Bosse sind jetzt normale Gegner, oder was? Oder ist das einmalig? Das ist der einmalige. Der einmalige Galio. Ich sag einfach Galio dazu. Ne, Dude? Rein theoretisch kommst du hier durch eigentlich? Ich werde mal kurz was testen. Komm mal her! Hallo? Hat ihn nicht gejuckt. Ach, jetzt kommst du an. Hast du schon Leben verloren? Nee, okay, hat nicht viel gebracht. Ey, was? Ist zum. Jetzt komm runter! Feige Sau. Au. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Sagte. Hör auf. Ah. Ich hoffe, du bist ein einmaliger Gegner. Das kotzt mich jetzt schon an. Oh, Gargoyle Hellebarde, Gargoyle Schild, Gargoyle Helm. Okay, Gargoyle. Ah! Hätte ich. Oh, wie mir der Name beim Boss nicht eingefallen ist, obwohl da Gargoyle stand. Okay, nein, ist okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's jetzt kapiert. Und jetzt? Ich glaube, springen hilft da nicht viel. Ah, da ist noch eine Treppe. Gehen wir doch einfach mal da hoch. Hallo? Ich habe irgendwas glitzern gehört. Was glitzert die ganze Zeit? Ach, das könnte der Fahrstuhl sein, ne? Ja, hier ist irgendwo eine glitzernde Eidechse, falls es sowas gibt. Da geht's noch weiter runter. Hey, wie bin ich denn hier hochgekommen? Achso, durch die Treppe. Was ist denn das für ein Geräusch? Kommt das von hier irgendwo? Oder ist das wirklich der Fahrstuhl? Es kann der Fahrstuhl sein. Na gut, ja, wo jetzt lang? Keine Ahnung. Ah. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das normal ist, hier hochzulaufen. Wir werden sehen. Oh Gott. Ich sehe da ein kaputtes Fenster. Yay! Okay, beim Kronleuchter ist irgendwas. Huh! Nicht mit mir, Dude. Werfen mit Pfeilen nach mir. Ding ins Kirchens, keine Pfeile. Shuriken. Shuriken. Naruto. Das sind die Naruto-Krieger. Wurfmesser. Ah, Shuriken wäre besser gewesen. Okay. Ich sehe schon, Spiel, was du von mir möchtest. Ich sehe es. So, nu. Springen wir auf den Kronleuchter drauf oder machen wir ihn kaputt? Was ist hier die Option? Die Option ist erstmal hier zu überleben. Weil wenn ich gleich auf den Säulen hier noch kämpfen muss, ach du Scheiße. Nicht runter. Dreckiger Beschiss.
Das ist doch nicht möglich. Diese dreckige Kameraführung. Gemäldehüter Schwert. Okay, das gucken wir uns mal an. Und ja, wir sind zurück an dieser Stelle. Weißt du, was die richtige Scheiße ist? Den ganzen Weg hier wieder hochzulaufen. Das ist Scheiße. Geschicklichkeit A. Oh mein Gott. Das ist ein richtiges gutes Schwert. Leider auf Geschicklichkeit. Aber naja, was willst du machen, ne? Wir haben jetzt alles auf Stärke gemacht. So, und diese Bastarde, die pullen wir jetzt. Vielleicht können wir sie auch runterwerfen mit einem gezielten Headshot. Ah, oh, fast. Bist du verwirrt genug, um selber runterzufallen? Ach, naja, da kommt. Okay. Kommst du auch wieder hoch? Echt jetzt? Der hat keinen Schaden genommen. Der Pisser. So, okay. Nächster Boxenstopp ist in der Mitte. Das ist ja so ein hübsches Plätzchen. Frage ist nur, ob ich sie vorher schon triggere. Oh, hier ist doch nicht so ein gutes Plätzchen. Ah, es geht. Besser als... Oh, nice. Als mittendrin das Ganze zu machen. Schade. Den habe ich nicht so gut erwischt. Wenn der jetzt die ganze Zeit Wurfstände auf mich schießt, ne, Wurfpfeile, dann Wurfmesser. Dann bin ich pissig. Du musst ganz herkommen. Bitte. Bitte. Oh, cool. Er kommt an der Kette nicht vorbei. Mir egal, ob ich Schaden bekommen habe. Aus der ganzen Nummer raus. Jetzt gehen wir hier vorsichtig entlang. Wenn ich jetzt runterfalle, dann sterbe ich. So, bei der nächsten Gelegenheit übrigens, wenn ich einen guten Ort zum Farmen finde, dann farme ich mir ein paar Seelen zusammen. Okay, links von uns ist eine Truhe. Ich würde aber gerne, bevor ich hier irgendwas mache, ein Bonfire finden. Wir können jederzeit zurück. Ich sehe da eine Leiter. Ich habe mich verquatscht. Ich habe es geschafft. Oh, falsche Taste. Suchen wir uns ein Bonfire und kommen dann wieder. Ein Hebel. Okay, hier ist eine Leiter, die führt ins Nichts auf der Seite und hier gibt es keine Seite. Gibt es noch mehr als den Punkt hier unten? Aber wenn die ganzen Wege ins Nichts führen, ne? Wir gucken gerne mal unten nach und da muss irgendwo ein Schalter sein, um die ganze Konstruktion zu bewegen. Hallo, Gargoyle. Galio, meine ich. So, schauen wir uns hier unten erstmal um. Wir haben hier nichts. Gibt es einen Ort, wo wir hin können? Tatsächlich, da ist ein Weg. Aber wo ist der Schalter? Eigentlich muss der hier oben sein. Na, MC Galio, hast du Spaß? Ja, du hast Spaß. Den könnte ich theoretisch von oben erledigen, aber es wird mir zu lange dauern. Sind wir doch ganz ehrlich. Ah. So. In welche Richtung gehst du, wenn ich dich nach links drehe? Nach unten oder nach oben? Nach unten. Sehr schön. Jetzt haben wir... Was war das denn?
Ich hier. Hast du mich verarscht? Komm, komm, geh die Treppe runter. Damit ich auf dich raufspringen kann. Ah. Nein, das wollte ich nicht. Da kommt er einfach hier rauf auf die Plattform. Was bist du für ein Bastard? Ich hätte dich mit Pfeilen durchspießen sollen, ey. Als ich es noch konnte. Hast du gedacht, Freundchen? Hier, du kassierst jetzt. Aber wenn ich jetzt sterbe an dir, ne? Hätte mich schon gewundert. Wo führt mich denn dieses Ding ins Kirchenzinn? Jetzt bin ich hier unten, ne? Ich sehe zwar Loot überall, aber... Na gut, wir haben die Plattform jetzt aktiviert, ne? Rein theoretisch können wir jederzeit hierher. Na gut, dann laufen wir auf jeden Fall hier durch. Und wir pullen uns einen von den Kollegen. Wir fangen mit dir an. Ich mache mit dir weiter. Das war eigentlich der Plan. Ich wollte sie nur ablenken. Haben wir den Kronleuchter umgestoßen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Es muss während des Kampfes passiert sein. Ich habe es nicht mehr realisiert. Einfach nur lol. Wurfmesser, ja! Rein theoretisch könnte ich sie mit ihren eigenen Waffen besiegen. Oder zumindest touchen. Ich bin sehr glücklich, dass ich keinen Blutungsschaden bekomme dadurch und kein Gift. Mein Schwert ist länger als dein Sprung, Lappen. So. Oh, hi. Ernsthaft? Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Die Leiche. Da wir schon mal hier sind, ne? Aufsteigen kann ich ja nicht. Aber ich habe doch Waffe verstärken, stimmt. Ich habe keine Seelen. Ansonsten könnte ich das hier schon ein bisschen verbessern. Und ich habe noch einen Funke-Titanit. Naja. Gib mir meine Seelen zurück, ihr Penner! Ihr habt sie nicht verdient! Da sind aber auch viele, ne? Okay, wir pullen erstmal den Typen. Nein, nicht! Ach, verdammte Axt. Haha! Das sah episch aus. Ernsthaft? Er macht seine Tricks und ich heile mich. Und den habe ich nicht erwischt, schade. Oh, Backstep konnte ich auch nicht. Aber er hat Leben verloren. Achso, mein Pfeil, klar. Okay, Feuer mit Feuer, Freunde. Stimmt, ich habe wieder eine Menge Seelen, die ich ausgeben kann. Meine Menge ist nicht wirklich viel, aber egal. Wurfmesser. Ihr kriegt jetzt auf den Maul! Schmeckt eure eigene Medizin, ihr Penner. Komm her. Oh, jetzt habe ich zwei getriggert, verdammt. The fuck. Oh, scheiße, jetzt sind drei hinter mir her, oder? Nee, die gucken. Okay, der eine guckt aber nur. Seit wann habt ihr ein Schild? Wieso habt ihr Schilde? Genau, guck nach, wo ich bin. Der weiß es natürlich. Wurfmesser sind scheiße. Wurde die skalieren auf Geschicklichkeit? Ich weiß es nicht. Kann man das sehen?
Ach, verdammt. Kann man eigentlich nicht sehen, ne? Naja, gut. Dann nicht. Aber ich möchte meine Seelen zurück. Gib mir meine Seelen. Das sind meine Seelen. So, jetzt könnt ihr mich töten. Happy Birthday. Uah. Die kamen bestimmt von irgendwo runtergesprungen oder so, weil der war vorher nicht da. Jetzt verzieh dich mit den komischen Tricks. Fällt mir nicht mehr ein Sport dazu ein, weil der einfach kacke ist. Ich will nur das Zeug hier haben. Oh, große Zauberwaffe. Okay. So dumm, dass ich nicht zaubern kann. Komm, mach deine Moves. Wieso tut das bei euch so weh? Was ist mit dir los? Wollt ihr wieder aufstehen? Wieso tun eure Wurfmesser so weh? Aber wenn ich euch treffe, macht ich euch gar nichts aus. Das Spiel ist so unfair. Ist unglaublich. Wurfmessers. Okay, wir müssen nur noch da hinten links in die Ecke. Falls ich hier nicht noch was anderes finde. Und hier ist ein Riesengemälde. Was sehr auffällig ist. Untersuchen. Aha! Das ist bestimmt ein geheimer Pfad. Wahrscheinlich nachdem man einen Boss besiegt hat oder so. Kann man da rein? Kann man dahinter gucken? Oder man kann... Ah, man kann das bestimmt von oben runterkippen lassen auf die Gegner. Ah. Okay, geht klar. Ist zu spät, aber danke fürs Nichtspiel. Schwarzeisenhelm. Schwarzeisenrüstung. Wie sieht's denn mit den Verteidigungswerten aus? Von der Schwarz hast du nicht gesehen. 27 wiegt 6. Wie sieht's mit meinem Gewicht aus? Belastung, ich kann noch ein bisschen was vertragen. Ne, kann ich nicht. Ich auch. Naja. Eines Tages gehen wir auf Kondition. Höchstwahrscheinlich in dem Moment, wo ich farmen kann. Und ich hoffe, dass ich es in den nächsten beiden Folgen finde, denn... Oh, da liegt noch Loot. Dann kann ich am Wochenende, bevor ich aufnehme, noch ein bisschen farmen. Und dann, ja, gucken wir mal. Kann man eigentlich die Sachen bei den Händlern kaufen für Seelen? Müsste ich mal überprüfen. Aber gut, gehen wir mal nach oben. Wir haben da noch eine Truhe und so zu holen, ne? Das kann ja was werden. Das Problem ist, wenn ich da sterbe... Ist eigentlich voll kacke, ne? Weil oben habe ich keinen Hebel. Ich hoffe einfach auf das Beste. Hä? Ach, ich bin höher! Ach! Nee, ich bin runter. Ich bin runter. Es ging noch weiter runter. Haben wir da unten noch irgendwas? Tatsächlich. Ha! Aus Versehen ein geheimes Bonfire entdeckt. Ich bin der Pro. Was haben wir denn hier drin? Ring des Sonnengeborenen. Okay. Versteckt Wunder. Klasse. Hab ich nicht. Sorry. Okay, das erleichtert das Ganze natürlich. Wenn hier ein Hebel ist, müsste aber eigentlich, ne? So, aufsteigen geht ja nicht, Waffe verstärken. Das kann ich nicht. Ich hätte ja gern das Schlangenschwert als meine Zweitwaffe. Es hat schon plus eins beides. Crazy shit. So.
Mehr müsste ich halt kaufen, ne? Kann sich schon sehen lassen, ne? Momentan hat es 132, ne? Plus 81. Okay, da sind wir bei 213. Okay, 213 Schaden. Ist ja schon nicht schlecht. Ich meine, ich... Ja gut, wenn ich das runternehme, wie viel wiege ich dann? Okay, macht keinen Unterschied. Aber wenn ich den Bogen wegnehme, dann kann ich doch bestimmt, nee, da wiege ich viel zu viel. Aber wir können es mal kurz testen. Ist ja auch ein großes. Aber es schlägt viel schneller zu. Was natürlich sehr episch ist. Ja. Würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja, aber ich möchte es halt noch weiter verstärken, dass es halt wirklich effizient ist, Langbogen. Und so lange benutzen wir den, denn wenn wir eigentlich, wenn wir das Schwert durch das hier austauschen, später vielleicht sogar. Ja, wir können das ja bis zum Maximalsten führen und dann nochmal verbessern beim Schmied. Beim Pete's Meat. Oh, Großschwert, was hast du eigentlich so schön für Werte? Na gut. Hier haben wir übrigens, oha, 420, beziehungsweise 427. Ist natürlich schon nicht schlecht, ne? Minus 46, hä? Also, weil ich es nicht tragen kann. Klar. Das wäre halt noch richtig krank. Wir brauchen 50 Stärke. Aber es sind nur 380 Schaden. Ja, was willst du da machen? Ist ja nix. C. B. E. Da sind die Schilde. B, da haben wir es. Aber es hat nur auf Stärke, ne? Ohne Geschick. Ich glaube, das andere hat beides. Aber da müsste ich dann schon auf 300 Damage kommen, damit es sich das lohnt, ne? Ja. Hier habe ich wenigstens noch geschickt. B-E-E-E. Aber egal, das wird hier mein Bosskiller. Für die Mobs reicht halt wirklich eine leichte, schnelle Waffe. Oder für manche Bosse auch. Wer weiß, vielleicht kommen wir dann irgendwann bei einem Boss nicht weiter und dann brauchen wir es. Okay, wir haben das Leuchtfeuer aktiviert. Wir können zwei nach oben und somit auch die Truhe und das Ding ins Bummes holen. Die Richtung bewegt sich nicht. Okay, war doch andere Richtung. Sorry. Aber wenn ich zwei nach oben gehe, ne? Ja, ich muss zwei nach oben. Genau. Dann sind wir hier jetzt beim Dachfurzil. Und wir müssen den ganzen Scheiß nicht nochmal ablaufen, weil wir unten das Bonfire aktiviert haben. Zwar haben wir jetzt weniger Estes Flockhaus, aber ich gebe da ehrlich gesagt einen Scheiß drauf. Ich hasse dich. Ernsthaft? Gott, wie ich euch verachte, meine Fresse. Jetzt auf mit dem Scheiß. Ups. Lass mich kurz trinken. Danke. War nett von dir. Gott, wie ich euch hasse. Einfach nur für diese eine Aktion. Sofort seid ihr Hassfeinde. Okay, hier geht eine Treppe runter mit einem Dude. Hast du Spaß, ja? Ja. Da hast du deinen Spaß. Ist ja gar nichts. Ich Spiel hat mich mal wieder verarscht. Und ich wette mit euch, ich wette mit euch, dass da hinten ist eine Mimik. Aber 100 pro. So wie die mich hier verarschen. So. Aber ich habe schon gesehen, wo es lang geht.
So. Irgendwer hier, der mich töten will? Nein, danke. Achso, auf der anderen Seite kommt man zurück. Ich sehe, ich sehe. Ich habe mich erschreckt. Bastard, du. Komm, trau dich, komm zu mir. Los. Das hast du davon. So ein mieser Wichser, wie er mir in den Rücken sticht. So ein Loser. Das nennt man Tryhard. Okay. Okay, das war alles für einen göttlichen Segen. Ich meine, vielleicht werden wir es irgendwo bei irgendeinem Boss brauchen. Ne? Aber für den Moment ist das echt kacke. Muss ich schon sagen, also. Ich habe hier mein Leben riskiert und meine Flakons. Gut, folgender Plan. Ich werde die Plattform jetzt. Oh Gott, hier kommen gleich die Ritter. Ich werde die Plattform jetzt so machen, dass wir zurück zum Anfang können. Also in die Richtung. In die Richtung, nicht da, wo die ganzen Gegner sind. Ist das zurück? Ja, da ist der Fahrstuhl. Und geht zum Bonfire zurück. Und dann sehen wir uns morgen in der neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.